Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind wieder ein Mitglied der, ja, der Feuermagier. Und wir gehen mit gezogener Eislanze, gehen wir auch direkt schon hier hinein. Nämlich zur Bibliothek hier im Canyon. Und dann werden wir uns ein bisschen mal gucken, ob wir da ein bisschen aufräumen können, weil die Orks haben ja schon besiegt. Und ja, liebe Freunde. Mal gucken, was uns alles heute so erwartet. Wir werden den Canyon, also hier Canyon werden wir jetzt beenden. Ne? Komplett. Also wir werden wahrscheinlich nicht mehr in den Canyon wiederkommen. Zumindest nicht in diesem Kapitel. Und ja, dann wollen wir doch mal reinschneiden und das, meine Freunde, seht ihr nach dem Intro. So, meine Freunde, so, willkommen zurück natürlich hier, ich habe mal eine Frage, soll ich das Intro jetzt drin, soll ich das Intro drin lassen oder nicht? Ich habe ja schon ein paar Folgen gehabt, da habe ich das Intro weggelassen. Was findet ihr eigentlich besser, wenn ich das Intro weglasse oder einfach da? Hallo Feuerteufel! Aua, okay. Okay. Ich dachte der Feuer, dass wir das wieder ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben gegen den Feuerteufel. Aber anscheinend nicht. Wie viel Mana kostet uns da die Eislanze überhaupt? Wartet mal. Kostet uns. Mana kosten 20. Okay, und wir haben 56. Okay, wir brauchen 3 Eislanzen dafür, das heißt. Okay, aber sieht die so. Sehr schön, guck mal, der bleibt da hängen. Das ist sehr schön, das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Trinken wir nämlich auch mal einen Mana-Trank. Das ist eigentlich... Ja, sehr gut. Danke. So, perfekt. Da ist nichts zu holen. Ja, da ist nichts zu holen, das ist schön. Okay. Wir haben mehr Quick-Loot, dann nehmen wir das einmal alles hier raus. Ein paar Dietriche. Okay, rechts. Zweimal rechts, links. Okay, rechts, rechts, links, rechts. Okay, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Nee. Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Also rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Meine Güte. So. Jetzt haben wir das auch schon mal alles genommen. So. Wir nehmen auch mal den auf Meisterdegen, weil, weil ich ganz genau weiß, dass da jetzt Steinwächter hinter sind. Stimmt, wir haben keine Schleichen. Schleichen haben wir noch nicht hier gelernt. Ist auch gar nicht so schlimm. So, perfekt, perfekt. So, das war der Steinwächter. Nichts zu holen. Schläft der noch? Ja, der schläft noch. So. Jetzt zieh doch die Waffe. Meine Güte. So, perfekt. So, jetzt nehmen wir die Waffe wieder. Damit können wir dann locker flockig wieder ja, wir können müssten mal einen Augenblick bitte. So, Entschuldigung.
So, wir müssen mal lernen, dass wir irgendwie Mana-Tränke brauen können. So, dann, Scheiße. Haha, ist das genial. Wir haben nicht genial daneben geschossen. Scheiße. Jetzt ist er wach. Ja, nee, ist klar. Jetzt kommt er auch noch hier raus. Nein, 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 lauf. Ja, wie wär's denn mal mit Laufen? Menschenskinder. So, wir haben doch bestimmt noch ein paar Blutfliegenstacheln. Ja. Vollständig geheilt, dankeschön. Weil sie nicht so viele Tränke verbrauchen. Ich weiß sowieso, dass die Wirkung irgendwann nachlässt. So, noch einen Mana-Trank trinken. Eislanze. So, jetzt läuft er mir natürlich wieder zurück. Das ist mir egal. Aber wir haben jetzt erstmal wieder die Chance, dem Guten auf die Schnauze zu hauen. Och, Mensch. Völlig unnötig. So, Mana-Trank trinken bitte. So. Gut, gut. So. Nichts zu plündern. Gut. Dann, meine Freunde, da wir jetzt das letzte Mal in diesem diesem Let's Play hier sind, werden wir uns jetzt auch die guten Geschichten jetzt durchlesen. Ich habe euch gesagt, dass wir zumindest eine Folge machen, wo wir lesen werden. Und da ein Feuermagier ein gebildeter Mann ist, werden wir das in dieser Folge machen. Wir werden uns die Schriften der Erbauer durchlesen. Quahodrons Alter. Achso, Quahodrons Alter machte es ihm unmöglich, unser Heer zu führen, und so bestanden die Priester auf ihrem Recht, die Befehlsgewalt über ihn. Okay, ihrem Recht der Befehlsgewalt über ihn, also über Quahodron. Genau, so. Sie wiesen ihn an, sein Amt niederzulegen und das Schwert weiterzugeben. Okay. Der Rat der Fünf sollte seine Nachfolge bestimmen. Doch die Kaste der Krieger verweigerte dem Rat die Wahl. Okay. Die Krieger wollten sich nicht länger dem Rat der Fünf fügen und erwählten seinen Sohn Radames zu ihrem neuen Anführer. Aus Stolz und Vertrauen in sein eigen Fleisch und Blut erschied Quahodron sich dazu, ihn nachzugeben. Also seiner Kaste. Er überreichte das Schwert seinem Sohn in der Hoffnung, dass er es mit der gleichen starken Hand führen möge, wie er selbst es einst tat. Das Schwert. Ja. Gut. Wollen wir mal gucken. So. Hallo, auf mich zu hauen. Los jetzt. Bitte, sehr schön. So, Steinwächter, nichts zu holen. Ist hier was zu holen? Ja, hier ist was zu holen, aber ich... Wir lesen mal. Radames war schwach. Der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeit, die er in seinem Verblendung über unser Volk brachte, vermochte nicht einmal mehr, die Heiler zu lindern. Das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine Pläne zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Radames allen Totenwächter verbannen. Achso, und so ließ es Radames alle Totenwächter verbannen oder hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung von diesem Übel zunichte. So war kein einziger der Totenwächter mehr zugegen, als die verbliebenen vier entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fasste, Jakender aufzugeben. Der Krieg... Was? Drohte? Oder Tote?
tobte, Entschuldigung, tobte, tobte in den Straßen, als die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. Okay. Interessant. Warum ist meine Maus so langsam? So, hier ist jetzt nichts. So. Nächster Abschnitt. Quahodron, der Hohepriester Kardimon und ich selbst berieten in diesen Hallen über einen Weg, Radimis und das Schwert zu bezwingen. Quahodron und Kardimon waren der Meinung, Radimis mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können, doch ich kannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran glauben zu können. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ich beschloss stattdessen, Radimis mit einer List zu überwinden. Oder zu ermannen. Nee, zu überwinden. Quarodon folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adanos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Radimis in wilder Raserei in den Tempel stürmte, um seinen Vater zu richten. Er kannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Quahodron verschloss die heiligen Kammern des Tempels hinter sich und Radimis war für alle Zeit im Tempel gefangen. Ein Ring. Drei alte Scheine und eine Schatulle. Okay, gut. Gut. So wurde Radimis also eingesperrt. Kann man machen, muss man nicht. Ich nehme meinen Katzen eigentlich schon wieder ab hier. Gehen ja wieder voll auf die Barrikaden. Steinwächter! Komm schon. Okay, das hätte auch in die Hose gehen können, so. Erst nochmal Blutfliegenstachel. Vollständig geheilt. Dankeschön. Wie sieht's mit dem Mana aus? Okay. Aber ich glaube, wir müssen. Da kommt jetzt kein Steinwächter, ne? Was soll das denn? Aua, aua. Aua, 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 aua. Wie? Oh, 16 Mana haben wir tatsächlich noch. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Doch ein bisschen wenig Mana, okay. Dann können wir jetzt mit den letzten beiden Schüssen halt den guten Feuerteufel besiegen. Da, er legt sich wieder hin zu schlafen. Ja, das Ding ist ja anscheinend auch nachtaktiv, so wie ein Schattenläufer. Ah, fuck. Komm, mach den platt. Ich weiß, warum wir nicht vernünftig schießen konnten. Haha. Der hat nicht den Magiestab an. So, wir müssen nochmal. Haben wir erst nochmal Blutfliegenstachel. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Oh, da ist noch ein Steinwächter. So, perfekt. Dankeschön. Truhe. Steintafel der Bogenschützen. Bruchrolle. Verwandlung in einen Feuerwaran. Eine gelbe Steinkralle. Okay. So, ja, wir lesen mal links und dann rechts. Denn nur die Totenwächter waren es möglich, die Ahnen zu rufen. Achso, das ist wahrscheinlich der Abschnitt, was gegenüber war. Okay. Okay, wir müssen jetzt. Okay, gut. Denn nur den Totenwächtern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ihre Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was mit ihm
ihnen geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Okay, die Priester sind also die einzigen, die Heiler sind die einzigen, die aus dem Tal ausgekommen sind. Gut. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn, ist vernichtet durch den Zorn Adaras. Das Herz des alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester schüren noch die Hoffnung und predigten unablässig von der Wiederauferstehung uns einst zur prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jakendar ist gefallen und wir im Strom der Zeit. Und wird im Strom der Zeit vergehen. Okay. Radimes war auf immer eingeschlossen im Tempel Adanos, doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Okay, was für ein Wirrwarr hier. Okay, sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden. Adanos Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakendar und überflutete die ganze Stadt. Nur noch die höher gelegenen Tempel. Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Die wenigen, die diese Katastrophe erlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakendar besiegelt. Wir haben gerade Erfahrungspunkt dafür gekriegt, merke ich gerade. Ich glaube, wir müssen doch nochmal als Milizsoldat und als Söldner hier doch nochmal reinschneiden, um die Erfahrungen zu sammeln. Aber, ja... Das kriegen wir schon hin. So. Wir nehmen mal unseren Magiestab wieder. Und ja. Gucken wir mal. So. So. Gut, dann haben wir das auch schon soweit. Die Bibliothek haben wir beendet. Das ist sehr gut. Also wissen wir jetzt... Oh, scheiße, da gibt es Erfahrungspunkte. Da müssen wir nochmal hin. Wir sind Stufe 20, haben 5 Lernpunkte. Ja, wir brauchen jetzt noch einen Stufenaufstieg. Und dann können wir uns... um die letzte Herausforderung für die Sprache der Bauer lernen, nämlich die Sprache der Priester. Ja, der Priester, glaube ich, ne? So war es. Gut. Ich glaube, ja. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, dass mir hier irgendwas auffällt. Ja, ich weiß auch warum. Weil die Einstellungen falsch sind. So, das sieht doch schon mal besser. Ja. Guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. So. Haben wir das hier alles schon mitgenommen? Tatsächlich. Das war, oh, guck mal. Schneller. Guck mal, jetzt drehen wir uns zu schnell als. Okay. So. Gut, dann wollen wir immer zu dem Wassermagier teleportieren und die Steintafel abgeben. Das können wir ja eben machen. So, hallo Saturas. Ich möchte dir gerne was sagen. Wo bist du denn? Da. Der wieder mal hier am Eingang. Ja, natürlich steht er hier. Wo hey. Soll er denn auch sonst stehen? Wegen den Reliquien. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit.
Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Nee. Ja. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Meinst das? Adanos möge dich schützen. Ja, Adanos möge dich schützen, ja. Gut. Dann, Sag mal, Reordia. Du bist doch der Kerl, der die Herrenhäuser hier. Genau, wegen der Herrenhäuser. Wegen der Herrenhäuser? Ja. Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Ja, die Orks sind schon weg. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Gut. Ja. Gut. Ja, wir brauchen noch einiges an Erfahrung, sehe ich gerade. Oh, Heiland. Okay. Gut, So, ja, haben wir die Varane hier schon besiegt und so. Ich glaube nämlich, ja, dann können wir aber erstmal wieder auf die Schwertschiene gehen. Ja, wir gehen mal gucken. Da sind ein paar Heuschrecken. Los geht's! Danke. Meine Güte. So, gut. Gut. Ja, wenn wir die Sprache der Bauer gemeistert haben, dann, würde ich mal sagen, werden wir uns auch noch ein bisschen in Sachen Mana verbessern, damit wir schon mal ein bisschen bessere, ja, ihr wisst ja schon, dass wir schon öfters Mana benutzt, also Zauber benutzen können. Komm her, Mensch. Genau, nichts zu holen. Hier war sonst keiner. So, dann haben wir hier ein paar Schnäppers. Oh. Oh. Der gute, weiß nicht. Kommt gar nicht so richtig an uns ran. Okay. Dunkelpilz, Butlerfleisch. Elixier der Heilung, Blauflieder. So. Snapper, ja gut, bei den Snapper kriegen wir jetzt natürlich nichts. So. Da können wir mal so ein paar kleine Tränke nehmen, das ist auch nicht so das Ding. So. Sumpfratten. So, jetzt bewegen wir uns erstmal hier die Richtung lang, weil wir ja, weil wir es können. So, nein, weil es jetzt erstmal ein, da ist ein Herrenhaus und ebenfalls da hinten ist auch noch ein Herrenhaus. So. So. Schnappers! Ich sehe euch! Oh.
Das war's mit den Schnappern. Hallo. Oh, gute Nacht. Meine Güte. Das waren ja schon wieder sau viele. Oh, ist genommen. Du Fliegenstachel. So, da hinten haben wir noch einen Troll, den wir wahrscheinlich hier erst zum auf dem Rückweg einen auf dem Mütze hauen. Auf dem Pöpöche. Ne? So. Ja, komm her! Auf zu schreien, du musst auch herkommen. Wart ihr nicht zu zweit? Nö. Ihr wart nicht zu zweit. Auch gut. Ja, ein paar Goblins. Na gut. Goblin-Sippschaft ist. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, gut. Machen wir gleich. So, jetzt haben wir hier schwere Äste und alles. Ja, nimm. Okay, links. Okay, links, rechts. Okay, links, rechts, links, rechts, links. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, links. Links, rechts, links, rechts, links, links, links. Okay. Silberkette und ein Fisch. Okidoki. So, wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Haben wir hier unten noch ein paar Fangheuschrecken, die ich schon wieder rumschreien höre. Fleischschwanzen. Ja, rumzugieren. Ich weiß, dass du da bist. So, ja, da werden wir uns auch noch später hinbegeben. Eine neue Karte, Entschuldigung. Ja, da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen. Gibt es auch ein Irrlicht, was da rumfleucht. Hallo! Danke. So, wir speichern mal. Und jetzt haben wir einen Sumpfgolem gleich vor uns. Zack. Ja, trinken mal einen Mana-Trank. Und da ist der Sumpfgolem. Ja, hallo. Aua. Drecksack. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber den Kopf. Oder das musst du aufpassen. Sehr schön. Ja. Gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen hier bei den Golems. Hallo. Da oben musst du hin, genau. Eine Bartaxt. Gut. Gut, ja, nehmen wir nochmal einen Blutfliegenstachel. Besser als nix. Ne? Wo ist der denn jetzt? Da oben sind die jetzt auf einmal. Wahrscheinlich geheilt. Sehr schön. Ja, mit Magie sind wir gerade gar nicht so. Ja, gegen Zombies sowieso nicht. Sowieso keine Untote vernichten. Ja, doch. Goblin? Großer Feuersturm, ja gut. Mana kosten mindestens 50. Ja gut, die haben wir zwar, aber pff. Feuerball.
Feuerball haben wir auch noch, ne? Jetzt Auswahl. Kostet 15. Wartet mal. 90 Stärke haben wir nicht. So. Feuerball. Gucken wir mal, wie die Zombies so auf Feuerbälle reagieren. Okay. Okay. Komm her, Dicker. Hallo, hau ihm doch eine auf die Mütze. Volles Matt bitte, dankeschön. Hey Großer. Hallo Sticker. Das wackelt ein bisschen, ich weiß. Muss aber trotzdem nicht angreifen. So. Ja. Okay. Dann haben wir den. Wir machen die Zombies auch platt und dann beenden wir die Folge hier, komm. Komm, hau den eine auf Mütze jetzt, bevor der andere. Oh. Komm, volles Match jetzt hier. Zack, links, rechts. Bombe, dankeschön. So, meine Freunde, ja, also. Wir sind jetzt hier im nächsten Herrenhaus schon drin. Und, ja, wir werden uns auch weiter hier erkunden und, wir gehen mal hier ein bisschen raus. Und, ja. Wir werden uns in der nächsten Folge die Truhen da öffnen und... Was macht ihr denn da? Meine Güte. Gut. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis dahin sage ich dann erstmal Tschüdle, haut rein, ich bin Erz und bis dann.